Liebe Zuschauer auf Achtomarsch TV, der Sender für Kunst, für Kultur oder Kulturerneuerung und geistig-spirituelles Bewusstsein. Wir kommen jetzt zur dritten Vorlesung zum Thema Devachan, die Devachan-Ebene, eine sehr anspruchsvolle Welt, an die man sich ja nur so ein klein bisschen herantasten kann. Aber das wollen wir versuchen, weil es hat schon eine bedeutende Wirkung auf unser diesseitiges Leben. In der physischen Welt sind ja viele unserer Gedanken bloße Bruchstücke. Im Devachan dagegen kontempliert der Träumer diese Bruchstücke und erwägt sie geduldig in allen ihren Einzelheiten, in allen Möglichkeiten ihrer herrlichsten Ausführung. Und er lebt sie mit einer Lebhaftigkeit nach, die mit nichts auf Erden vergleichbar sind. Er baut, er gestaltet, modelliert sie in allen ihren unterschiedlichsten Möglichkeiten und wirft sie in die Welt der Formen. Und dies können dann die Inspirationen für Menschen sein, die ihr Gehirn in Richtung höhere Intelligenz. Sie haben sicher den Vortrag von mir gehört über die Entwicklung der höheren Intelligenz gebracht werden. Also diese geistigen Arbeiter dort im Devachan können uns Menschen hier unten auf der Erde, wenn wir schon dafür ausgerichtet sind, inspirieren. So arbeitet der spirituell Erwachende immer mehr mit der Himmelswelt zusammen. Diese erwachenden Menschen können deren Pläne dann hier unten weiterentwickeln und auf Bitten hin sich, also man muss immer darum bitten, dass man auch die Inspiration erhält und dass man auch rein dafür ist. Und dann eben hier unten aufgerufen werden, Reformpläne hervorzubringen oder philanthropisches Wirken in einer Welt, in der er jetzt gerade steht. Aus dem strahlenden Gedankenmaterial eines einzelnen Wesens, also einzelnen Wesens dort, können dann wunderbare Veränderungen erwachsen. Und innerhalb von Träumen trägt der spirituelle Mensch dann mehr und mehr hier herein. Also auch nachts werden wir dann inspiriert. Man muss natürlich bedenken, dass der gewöhnliche Durchschnittsmensch aufgrund der Begrenzungen, die er sich hier auf Erden selbst auferlegt, nicht wirklich neue, also dann im Devachan, wenn er dann eben dorthin kommt, kann er nicht auf einmal komplett neue Gedankenbahnen der Zuneigung und Verehrung hervorbringen. Also es ist so, dass nur das, was wir hier schon im Keime oder in Anlagen sozusagen schon angehen, dass wir das dann dort weiterführen können. Aber da, wo nichts ist, kann dort auch nichts werden. Also sowas komplett Neues kann man dort eigentlich nicht erzeugen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man dann dort aber dann das erweitert, ausdehnt, wieder Menschen von da oben hier unten inspiriert, dass man dann natürlich auch enorme Motivationen entwickelt für die nächsten physischen Projekte. Und da spielt dann auch die Astrologie eine ganz große Rolle. Welchen Zeitpunkt der Mensch dann, also das Geistwesen, wählt, um genau an die Konstellation heranzukommen, dass er von den Sternen in seiner vorbestimmten Weise dann die Unterstützung von ihnen erhält.
Das ist ganz interessant, wenn man sich dann, wie auch wir das hin und wieder tun, mit der selbstgewählten Konstellation etwas beschäftigt. Aber eben die man selbst gewählt hat. Sie ist eben nicht zufällig, sondern man hat sie im Devachan schon so vorentwickelt. Man versteht die Astrologie nicht, wenn man nicht auch diesen Hintergrund des Wissens über die Devachan-Ebene, auch über die Astral- und Mentalebene hat. Dann glaubt man nämlich, dass die Planeten womöglich die Schuldigen an der jetzigen Misere sind. Man verlegt es dann dorthin und wieder mal von sich weg, was wir ja so gewohnt sind. Wirklich etwas verstehen davon kann man aber nur esoterisch. Nun kommen wir zu weiteren Kräften, die die Seele im Devachan umgeben. Das sind Bewohner dieser Sphäre, von denen viele sehr empfänglich sind für das Streben des nun eintretenden Menschen und auch nur sehr gerne, also nun sehr gerne darauf reagieren. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Seele ihr Denken, ihr Streben in dem vorherigen Erdenleben bereits vorbereitet hat. Man könnte sich nun leicht vorstellen, dass ein Mensch, wenn er sich zu einer Ebene von solch transzendenter Kraft erhebt, zu einem völlig neuen Handeln, in völlig neue Bahnen getrieben wird. Aber das ist eben, wie schon gesagt, nicht der Fall. Weder ist der mentale Körper noch die anderen Kanäle hierfür schon genügend vorbereitet. Die Eindrücke und Handlungsimpulse von unten, hauptsächlich vom physischen her, zuweilen doch auch noch von astralen Grundzuständen der Reife her, sind Grenzen in seiner weiteren Empfänglichkeit eben auch auf der Devachan-Ebene gesetzt. Das Empfinden direkter hoher mentaler Schwingungen von seiner eigenen Ebene her hat er eventuell noch so wenig entwickelt und deshalb kann auch nicht plötzlich diese Empfänglichkeit auftreten, auf die er dann reagieren würde, die natürlich alle da sind, aber er kann sie nicht darauf reagieren, so genauso wie wir hier unten, die von der Devachan-Ebene ja auch umgeben sind, aber auf sie nicht reagieren können. Jedenfalls gegenwärtig nicht. Hier bedeutet das, dass der Mensch also keine wirklich neuen Gedanken initiiert, sondern stets auf das begrenzt ist, was er schon vorher angelegt hat. Und er kann nur durch die Fenster blicken, die sich ihm auftun, je nachdem, wie reif er eben ist. Eine farblose, fade, langweilige Persönlichkeit auf Erden kann nicht auf einmal dort Verhältnisse erleben mit ihrem relativ kraftlosen Zustand in einer Welt von unglaublich beweglichen und dynamischen Prozessen, wenn sie da nicht schon hier sich auf Erden dynamisiert hat und einiges sich erschlossen hat. Man erhält eigentlich immer nur das, was man sich selbst verdient hat. Man bekommt eigentlich insofern nichts geschenkt. Aber wenn man dafür offen ist, ist man natürlich unendlich beschenkt und erlebt es auch so. Selbst Gnade, von der ja immer wieder die Rede ist, auch im Christlichen, gibt es wahrscheinlich schon, aber nur eben auch wiederum nur für den Verdienstreichen. Und nur dann, wenn schon potenziell in ihm angelegt ist, dass er dadurch ein besserer Weltendiener wird. Und was ist Gnade? Also es ist nichts anderes als die Abkürzung von negativen, schweren Karma-Prozessen, die man halt ohne die Gnade noch durchmachen müsste. Aber weil es vielleicht doch die Gnade gibt, wird einem da auch manches erlassen. Wenn dieses Karma eben nicht notwendig ist, das übersehen ja auch die hohen Geisteskräfte für das wirkliche Erlangen der Erkenntnisse und Weisheitskräfte. Im Himmel auf jeden Fall wirken Kräfte, die für uns Sterbliche nicht zu erfassen sind. Es gibt natürlich Schriften und Menschen, die
sozusagen den Himmel erfasst haben. Und oft sind es ja auch Künstler. Darauf gehen wir später noch ein. Vielleicht ist es auch die Intensität der selbstlosen Liebe, die ein Mensch potenziell schon in sich hatte, aber durch Umstände im Leben nicht so ausdrücken konnte, und erhält jetzt die Gnade aufgrund dieser selbstlosen Liebe, dass ihm da was abgenommen wird und der in der Devachan-Welt dann doch sehr begnadet was empfangen kann. Normalerweise nimmt aber der Mensch in die Devachan-Ebene nur das mentale Mobiliar mit, das er eben besitzt, nicht weniger und nicht mehr. Deshalb ist es von höchster Wichtigkeit, dass er sein Denken im physischen Leben so akkurat und präzise wie möglich macht, weil er sonst den Nutzen im Devachan sehr einschränkt. Hierfür gibt es ja die vielen Denkschulungen in einer zum Beispiel okkulten Schule oder auch religiösen Schule seit der Antike bis heute. Aus dieser Perspektive ist die Devachan-Ebene wie die Astralwelt eine Welt der Wirkungen und nicht der Ursachen, wobei jeder Mensch auf seine individuellen Wahrnehmungsebenen und seine Fähigkeiten zur Wertschätzung begrenzt ist. Also Wertschätzung heißt, ich muss die Werte ja, die mich umgeben, auch erkennen und erfassen. Was hat der Mensch wertgeschätzt hier auf Erden? Je mehr Verbindungsstellen hier er zur Außenwelt hatte, also aufgenommen hatte, desto mehr Ausgangs- und Brennpunkte hat er natürlich dann auch für seine Entwicklung im Devachan. Da ergibt sich, dass wir sowohl für die Vielfalt des Weltalls die Vielfalt der Welt hier unten, dass wir dafür offen sind. Aber wir müssen auch gleichzeitig offen sein für die Einfalt der inneren Entwicklung im physischen Leben schon. Und hier müssen wir auch wirklich sehr engagiert sein. So ein kleines bisschen ist da zu wenig. Und wir sollten uns immer bemühen, für alles ein gewisses Verständnis oder zumindest ein gewisses Verstehen auszubilden. Und das nennt man ja auch dann Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen. Aus der Sicht der nächsten Leben, also nach wiederum den Devachan-Aufenthalt, ist das Thema Devachan doch in einer gewissen Weise auch wiederum eine Welt der Ursachen, weil dort wird ja vieles umgearbeitet und dann entstehen natürlich wieder doch andere Ursachen für die künftige Inkarnation. Und dort wird auch festgelegt, was man für einen zukünftigen Charakter hat. Und das steht dann halt irgendwie so in den Sternen, also in unserem Horoskop ist das so etwas abgebildet. Das ist ja auch unglaublich, also wenn man sich mal überlegt, dass uns die Sterne Helfer sind und Kräfte, die genau unsere seelisch-geistige Beschaffenheit unterstützen oder vielleicht andere Strukturen in uns hemmen, aber im Prinzip immer genau die, die wir jetzt durcharbeiten müssen. Also die Sterne stehen uns da zur Verfügung. Das sind lebendige Kräfte. Also wenn man Horoskope so versteht, dann tut sich für einen nochmal eine wirklich andere Dimension auf, als wenn man nur einfach im Horoskop ein bisschen liest. Die Devachan-Ebene, also die sieben Himmel, in die wir uns über unsere erarbeiteten Schwingungen begeben, ist mithin die unmittelbare Folge des letzten Erdenlebens, das aber natürlich wiederum die Folge der Surrogate der Leben im Himmel und auf den Schauplätzen der Erde davor war. So wie auch immer auf den Astralebenen dazwischen, also auch was wir nachts auf der Astralebene durchgearbeitet haben im physischen Leben.
Und was am Ende halt an Läuterung und Bewusstseinserweiterung da war. Und nun bereiten wir uns hier, also hier auf der Erde, wir, Sie und ich, im physischen Körper, ja schon auf den Weg zum nächsten Aufenthalt der verschiedenen Ebenen hier vor. Und deshalb ist dieses Wissen ja auch so bedeutsam, weil wir werden ja natürlich ganz anders an viele Dinge herangehen, wenn uns das mehr und mehr klar wird. Die Art und Weise, in der die Sicht des Menschen von selbstgesetzten kleinen Gucklöchern oder aus großen, weiten Panoramafenstern aus bestimmt wird, durch die wir eben schauen können dann, lässt sich zum Beispiel an einem konkreten Beispiel veranschaulichen, nämlich die Musik und auch die Kunst. Ein Mensch, der keine Musik in seiner Seele hat oder womöglich nur das Stand-by-Gedusel eines Radios kennt, verfügt natürlich in dieser Weise über ein sehr kleines Fenster. Ein Mensch hingegen, der über ein musikalisch großes Panorama verfügt, zieht sich nach seinem physischen Tod und der Läuterungszeit in den Himmelswelten einer außerordentlichen Macht gegenüber. Der Grad, bis zu dem er nun darauf reagieren kann, wird von drei Faktoren bestimmt. Wenn wir bei der Analogie der Fenster bleiben wollen, können wir diese drei Faktoren folgendermaßen bezeichnen. Erstens die Größe des Glases. Zweitens seine Farbe. Und drittens die Qualität seines Materials. Wenn der Mensch also auf Erden nur eine gewisse Art von Musik schätzen konnte, ist er offensichtlich jetzt auf diesen Aspekt begrenzt. Darüber hinaus sind seine Vorstellungen Musik wahrscheinlich so einseitig gefärbt, so dass sie nur ganz bestimmte Musikschwingungen zulassen können oder sie sind sogar aus so schlechtem Material, dass sie alles, was ihn erreichen könnte, verzerren und verdunkeln. In dem Fall würden sie in den Devatan-Ebenen überhaupt nicht resonieren. Nehmen wir jedoch an, dass seine Fenster durch Schönheit, Wertschätzung, Freude und Verehrung des Unbegreiflichen in der Musik ja letztendlich Unfassbaren und Unbegreiflichen geeigneter sind, so empfängt er dieses wesentlich stärker. Also bis hin zu hohen, engelhaften Eindrücken, die er in Träumen nie hätte fantasieren können. Aber er hat sich bereit dafür gemacht. Das ist einfach so, weil er auf Erden seine Eigenschwingung zwar erhöht hat, aber sie konnte nicht so hoch sein, um das jetzt aufzunehmen, was er jetzt dort hören wird. Durch das Hören oder Praktizieren der schönen Musik hat er aber auf jeden Fall, ganz egal welcher Religion er angehört oder welcher Kultur, geistige Organe entwickelt, die ihn nun jetzt dafür empfänglich und reif machen. Und dann wird er des Weiteren hochentwickelteren Seelen begegnen. Deren Musik ist unbeschreiblich beglückend für ihn und herrlich. Es gibt keine Religion und Spiritualität auf Erden, die nicht die Musik, den Chorgesang, die Einzelstimme, das Zusammenspiel der irdenen Instrumente zur Verehrung Gottes der geistigen Welt pflegt. Wir finden es wirklich überall auf unserem Planeten. Hier spürt der Mensch die Musik, ihre Vibrationen wirken auf ihn erhöhend und inspirierend und auch gesundend und höchst reinigend. In einer Kathedrale mit Chorälen kann kein Mensch mehr schmutzige Gedanken beibehalten. So stark ist die Synthese hier von Mensch und Engel, die allesamt Ausdruck der geordneten Bewegung der Kräfte einer höheren Welt sind. Es ist etwa
etwa als Abbild von der Sphärenmusik zu verstehen, aber wirklich nur ein geringes Abbild. Denn auf dieser höheren Ebene bringen alle Bewegungen und alles Tätigkeit Harmonien in Klang und Farbe im ganzen Universum. Von Menschen mit den Himmeln erschaffene Kunst. Also das ist dann wirklich ein Zusammenwirken, was unglaublich ist, wozu sich der Mensch dann dort hinauf bewegen kann. Es ist die reine Kunst und deswegen ist die Kunst so bedeutsam für uns Menschen. Künstler wie Friedrich Schiller und Beethoven wurden durch diese Ebene natürlich höchst inspiriert und brachten sie durch die Grenzen mechanischer Instrumente aus ihrem Material für die gerade jetzt physisch inkarnierten Menschen und natürlich auch für die folgenden Generationen. Und das haben wir ja in der 9. Symphonie und am Ende den Choral mit dem wunderschönen Freude schöner Götterfunken. Wir sehen, Friedrich Schiller hatte als Künstler diesen Zugang. Und Beethoven hatte ihn natürlich innerhalb der Töne. Doch auch viele unbekannte Künstler in aller Welt haben Zugang. Heute gibt es auch Musiker und Komponisten, die jedoch selten von der Masse übrigens der Menschen entdeckt werden, die auch schon sehr hoch entwickelt sind. Aber die Masse der Menschen ist wie eine schlammige, tonartige, so eine Masse, die ist sehr schlammig und so tonartig verhaftet, so ganz fest verklebt. Und das ist die durch das Internet natürlich extrem geförderte Hörigkeit, Mode, Trends. Und die sind ja, wie wir wissen, zumindest Theosophen, Anthroposophen oder okkulte Arbeitende von arimanischen Dunkelwesenheiten inspiriert. Und damit inspirieren sie eben ein Gegenbild zur Kunst, was dann eben als Kunst aber viel mehr wahrgenommen wird in unserer jetzigen Zeit. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern durch die Medien auf dem ganzen Planeten. Das Problem ist, wenn es mal anfängt bei dem Menschen, dass er sich da so dumpf macht, dass ihm dann die Hörfrequenzen für die höheren Klänge möglicherweise ganz zugemacht werden. Man muss allerdings auch sagen, dass es im Internet wirklich auch sehr viel Musik zu hören gibt und da hindert uns jetzt auch nicht das Internet dran. Das Internet als solches ist auch was, ja, je nachdem, wie man es betrachtet, aber doch auch, es kann im Licht dienen, es kann der Finsternis dienen, wie alles. Also nichts ist nur gut und nichts ist nur schlecht. Aber Sie können wunderschöne gregorianische Musik im Internet hören. Sie können die indische Gandharva-Musik hören. Sie können Instrumentalmusik fast aller Instrumente hören, ohne direkt vor Ort zu sein. Welches Geschenk für uns. Und wer sich schon ein wenig geschult hat, der wird auch im Internet von Engelshänden geführt und kommt da schon in die richtigen Kanäle und an die richtigen Orte und kommt durch seine eigene Intuition dahin. Manchmal wird einem ja dann auch ein Vorschlag gemacht, der absolut das ist, was einem gerade gut tut. So kann uns auch hier wieder die geistige Reife helfen, auch in dem ganzen Wust vom Angeboten, trotzdem auf genau das Richtige zu klicken. Das haben Sie alle bestimmt schon selbst bei sich festgestellt. Am schlimmsten ist bei Menschen irgendwie so ein seelischer, geistiger Grundzustand wie Gleichgültigkeit oder so ungerichtete Gedanken, jedem das Seine und so diese allgemeinen Sprüche. Also das sind so
Gedankenmaterialien, die in Devachan wirklich nicht fortgesetzt werden können. Wir müssen wirklich uns schulen, klare Gedanken haben, auch klare Urteile, natürlich immer bereit sein, unser Urteil wieder zu revidieren, wenn wir zu einer höheren Erkenntnis kommen. Aber wir müssen schon die Dinge auch anschauen, ob sie uns so gefallen oder nicht, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist ein reflektives Gedankengut sehr notwendig, gerade in dieser Zeit. Und die Gedanken, die müssen eigentlich prinzipiell getragen sein von einer Sehnsucht nach dem Reinen, Wahren und Schönen. Und so braucht man nicht daherkommen und dann zum Beispiel die elektronische Musik verurteilen, so als Pauschalurteil. Das geht so nicht. Auch die Elektronik hat wundervolle Musik zu bieten und das ist oft so dermaßen starke, zum Beispiel bei den Frequenzen, Ebenen, wo sie wirklich auch sehr profitieren können, wenn sie nicht entspannt sind oder wenn sie einfach einen Rückzug zu sich selbst brauchen oder ihre Meditation nicht so vertiefen können, dann kann ihnen natürlich sowas auch sehr helfen. Man kann halt sagen, wenn man den okkulten Weg der weißen Bruderschaft geht zum Licht, dann wird dem Reinen auch immer das Reinere begegnen. Nicht nur, wir brauchen viel auch Unreines für die Erkenntnisse, aber wir werden für das Reine auch empfänglich werden. Religionen sind natürlich für den universeller denkenden Menschen eine gewisse Einschränkung. Aber wie es bei Goethe heißt, in der Beschränkung findet sich der Meister. Allein auf die Intensität der Hingabe und selbstlosen Liebe für alle Wesen kommt es am Ende an. Der universelle Geist findet die Essenz der Wahrheit in der jüdischen Musik, in der christlichen Musik, in indischer, chinesischer, japanischer, irischer, indianischer, symphonischer, in einfacher Klaviermusik, je nach seiner Ausrichtung. Er wird sie überall finden. Und über die Elektronik, wie gesagt, bei aller arimanischen Übermacht gibt es dennoch, und das glaube ich für die nächsten Jahrhunderte durchaus, eine großartige Erweiterung noch in der Entwicklung. Sie wird den Menschen auch bei der spirituellen Entwicklung sehr helfen können. Die Klassik vermutlich wird etwas in den Hintergrund geraten, weil bei ihr Traditionen oft sehr bindend sind, was der neue Mensch ja nach und nach ablegen wird, ohne aber sie zu verwerfen, also bei aller Wertschätzung. Zum Beispiel wird die Orgelmusik, diese Bachlastigkeit, die sie heute hat, die typische Kirchenmusik transformieren und sich so hoch entwickeln, dass sie an die Sphäre Musik anklingen wird. Im Moment gibt es aber noch zu wenig Musikerseelen, die diese Inspirationen schon aufnehmen können. Der universelle Mensch wird aber viele Fenster öffnen und der allzu festgefahrenen Beschränkung durch bestimmte gesellschaftlichen Konditionierungen entfliehen. Heute im auslaufenden Kali-Yoga überwiegt natürlich die niedere, triebgesteuerte, geldbezogene Massenmusik. Dazu gehört die Musik, die oft mit Alkohol gehört wird und dadurch das Nervensystem in eine dumpf-luziferische Richtung der gegenseitigen Gruppensentimentalität herabzieht. Alles an brutaler, lauter, dumpfmachender Musik, an Texten und Tönen, beeinflussend in die Abhängigkeit an dunkle Elementale, die den Menschen schamlos, unwürdig, hässlich und kindisch ins Untertierhafte zieht oder auch in obszöne sexuelle Stimulation hinein, verschließt natürlich die Tore, wenn der Mensch eines Tages dort hinein möchte. Es ist ein schlimmes Bild, aber es ist die Wahrheit.
Das Gegenteil ist das liebende und demütige Herz, das sich jemanden öffnet, ihm nur Gutes tun will, ohne Habgier und Ausnutzung seiner lebendigen Energien, was wir heute ja nun sehr haben. Es ist hier auch für den jungen Menschen die unbeschreibliche romantische Dimension als Vorbereitung höherer himmlischer Zweisamkeit. Also das ist kein Zufall, diese Romantik, die zwei junge Menschen empfinden, wenn sie sich so erkennen als Seelen und finden. Und da kommen die Menschen schon in so einen himmlischen Zustand. Dazu gibt es ja nun genug Lieder und Klänge und Literatur und Poesien. Alles Denken und Fühlen im Devachan, sowohl das eigene wie das der anderen, einen dort umgebenden Wesen, drückt sich unbeschreiblich erfüllend aus. In einer bezaubernden, doch niemals durch Worte je ausdrückbaren Reihe sich stets verändernder Akkorde. Also die Worte, die wir hier sprechen, die sprechen wir dort nicht. Wir sprechen durch die Kunst, wie von 1000 Äolsharfen himmlischer Musiker. Die musikalischen Manifestationen des strahlenden Lebens in der Himmelswelt bilden den Hintergrund für alles übrige Erleben auch. Also Sie sehen schon, die Musik ist das Tor. Sie verschmelzen dann mit den überirdischen Farben, mit den Empfindungen und Poesien. Sprache nur als Poesie. Zweitens, unter den Bewohnern der mentalen Ebene gibt es eine Ordnung von Devas oder Engeln, die sich ganz besonders der Musik widmen und sich regelmäßig durch sie wesentlich umfassender ausdrücken als die übrigen geistigen Wesen dort. Die Hindus bezeichnen diese als die Gandharvas. Ein Mensch, der die Musik schätzt, wird ihre Aufmerksamkeit, wie erwähnt, auf sich ziehen, mit ihnen und ihrer Musik in Berührung kommen und viel Weisheit aus dieser Begegnung gewinnen. Denn sie bedienen sich Arten von Obertönen und Variationen, die den Menschen zuvor völlig unbekannt waren. So wird er weitaus reicher aus dem Himmelsleben wieder hervorgehen, als er bei seinem Eintritt war. Und wie wichtig ein neugeborenes Kind, mit welchen Klängen und Tönen, mit welcher Musik es umgeben wird, ja. Und nicht nur Geräusche, wirklich die Stimmen, die Musik, da wo der heutige Durchschnitts, die heutige Durchschnittsmutter in der Regel völlig unbewusst ist, leider, und immer noch unbewusster wird. Seine irdische Tätigkeit oder auch nur Wahrnehmung ist also unendlich im Devachan und ist dort eben auf Resonanz gestoßen und dort noch weitaus erhöht worden. Und so geht es immer weiter. Aber dann steigt er wieder herab und hat natürlich die unendliche Sehnsucht wieder auch hier auf der Erde. Das ist ja die Essenz unserer Sehnsucht als Mensch. Wir wollen eigentlich wieder zurück. Wie Novalis sagt, wo gehst du hin, Mensch? Ja, immer nach Hause. Das ist die Sehnsucht nach Hause. Drittens, er wird nun mit höchster Wertschätzung der Musik auf seine dortigen Mitmenschen in der Himmelswelt lauschen. Viele große Komponisten sind hier und bringen eine noch wesentlich großartigere Musik hervor, als die, die man schon auf Erden kannte. Tatsächlich ist ein großer Teil der Inspiration irdischer Musiker nur ein schwaches Echo der Musik von der Mentalebene, die sie ja hier unten dumpf erspürt haben. Und dann dort haben sie die Erfüllung, dass sie in die Erfüllung kommen von dem, wo sie hier nur gerungen haben. Und man weiß ja, wie viele Musiker auch ein sehr dürftiges Leben geführt haben und oft krank waren
oder auch früh verstorben sind. Und ähnlich ist im Grunde auch das Leben eines Menschen, der Maler war. Auch er hätte dieselben drei Möglichkeiten mit diesen Fenstern. Und er drückt das alles in Farbklängen aus. Aber Farbe ist auch Klang. Das Ganze vermischt sich. Er versteht die Farbsprache der Devas. Eine unendliche Ordnung von Wesen, die miteinander aufleuchten und in herrlichsten Farben kommunizieren. Und er nimmt die Farbschöpfungen der großen Künstler auf der mentalen Ebene wahr. Und dieselben Möglichkeiten stehen mit Einschränkung einem Menschen in allen übrigen Richtungen der Kunst oder des Denkens offen, sodass es natürlich unendlich viel zu erfahren und zu lernen gibt. Für uns heißt das, öffnen wir die Tore der Kunst. In dieser dunkelsten Phase des Nachklingens vom Kali-Yoga ist die Kunst ein verdorbenes Spielfeld von Egoisten geworden. Und nichts in den Himmelswelten wird auf diese Plattitüden resonieren. Im Gegenteil, dunkle Wesen der Astralebene werden sich dieser Pseudokünstler bemächtigen und sie an ihre eigenen Zerrbilder über lange Zeiträume, manchmal wirklich lange Zeiträume, fesseln. Und zwar je nachdem, wie viele Menschen sie mit ihrer Verdorbenheit mit einbezogen haben. Künstler mit ihren Managern haben Massen manipuliert, um an Geld und Ruhm zu kommen. Und diese Viren sind gefährlicher als die physisch im Mikroskop nachweisbaren. Viele Menschen heute sind mehr, viele Menschen heute sind mit mehr, also schon einer guten Vorbereitung durch die letzten Inkarnationen in dieses Leben gekommen. Doch sie gehen mit schwindenden Kräften durch das Leben, vor allen Dingen im letzten Lebensdrittel, da sie die geistigen Dimensionen der Kunst nicht erfassen konnten. Sie verödeten vor dem Fernseher. Die großen Fenster der Gegenkräfte in anonyme, seelenverdunkelnde Verwirrung am Ende ihres Lebens. Der alte Mensch wird dumm statt weise. Diese eigentlich glasklaren Zusammenhänge sind jedoch heute weitgehend unbekannt und in einigen hundert Jahren werden sie aber allgemeingut sein. Also jetzt würde man wieder gefährdet sein, dass einem so ein Vortrag da aus dem Internet genommen wird, wie es letzte wieder war. Aber sind wir froh, dass unser Kanal klein ist, dann können wir es wenigstens mal aussprechen. Wir selbst, mein Mann und ich, wir fühlen uns auf jeden Fall beauftragt, solange wir können, mit vielen anderen Menschen oder vielleicht auch nur wenigen, diese Menschen in Berührung zu bringen mit schönen Klängen und Poesien und sie über ihr normales Alltagsleben hinaus zu stimulieren, und zwar letztendlich über ihr physisches Dasein hinaus. Das ist übrigens die wahre Kunsttherapie, die arbeitet in das Nachtodliche. Und die Therapeuten der Zukunft sollten alle mit den schönen Künsten auch arbeiten und nicht mit irgend so einer nur Kreativität, die nichts mit Veredelung der Seele zu tun hat und sogar oft das Kindische noch fördert. Über die Musik können wir sogar Demenzkranke erreichen, denn der Astralkörper wird ohne das physische Gehirnvehikel stimuliert durch die unmittelbaren Resonanzen, die ähnlich wie Naturgeräusche bei ihm ankommen. Also eine Kunsttherapie ist ohne Musik undenkbar. Und hier spielt meines Erachtens bei Patienten das Aufnehmen von Musik
fast eine größere Rolle als das Produzieren. Also zumindest, wenn man das Instrument nicht erlernt hat. Und oft sind die Menschen ja schon älter, wenn sie krank sind, mit denen man arbeitet. Und so ein Trommelkurs mag viel Freude machen, aber er ersetzt doch nicht das Hören von großartiger Musik, die uns veredelt. Also, manche sehen das bestimmt kritisch, was ich jetzt hier so alles von mir gegeben habe. Sie können natürlich gerne kommentieren oder Ihre Erfahrungen dazu mitteilen. Freuen wir uns. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und dann machen wir mit der vierten Vorlesung weiter. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Stop.